Chaotix Gaming. Normal kann jeder. Hallo liebe Chaoten und herzlich willkommen zur zweiten Folge Let's Play Coldborough Park Farm mit Aro. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich sehr, dass die erste Folge gut bei euch angekommen ist. Und danke euch für die ganzen Kommentare und Vorschläge. Und ihr hattet euch gewünscht, weil ich ja darum gebeten habe, dass ihr vorschlagen sollt, wie es denn weitergehen soll hier mit dem Projekt oder wohin es sich überhaupt entwickeln soll. Und ihr hattet vorgeschlagen, dass ich doch in die BGA einsteigen soll. Und ich denke, das werde ich dann auch tun. Ist auch was mir gefällt, was mir Spaß macht, was ich mir durchaus vorstellen kann. Und von daher werde ich darauf sparen. Das wird natürlich eine Zeit lang dauern, bis ich mit einem großen Häcksler da arbeiten kann und so richtig die Kohle verdienen kann. Ein Radlader ist auch sehr teuer. Also es wird am Anfang sehr mühselig. Aber das kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Ich habe auch diesmal daran gedacht, meinen MB-Truck mit zu übernehmen. Habe ich ja letztens vergessen. Doverweise. Aber was wäre das Spiel ohne MB-Truck? Also wenn man ihn hat, dann muss er auch dabei sein, auf jeden Fall. So, leider sind die Felder noch nicht erntereif. Diese befinden sich alle noch im Wachstum. Ich habe die Zeit ja bereits auf 15. Ich möchte jetzt aber auch nicht großartig vorspulen. Ich will eine Zeit irgendwie versuchen beizubehalten. Und deswegen werde ich jetzt die Lager erstmal noch ausleeren. Und mal schauen, wie weit sich die Felder in dieser Folge noch entwickeln. Vielleicht können wir ja schon mit der Ernte beginnen. Mal schauen. So. Da bin ich doch schon in der Nähe vom Hof. Das ist meine private Straße hier. Also es ist eine traumhafte Map, wie ich finde. Könnt ihr auch mal gerne reinschreiben, wie ihr die Map findet. Und vielleicht spielt sie auch einer von euch. Oder ist durch die erste Folge darauf gekommen, diese Map mal auszuprobieren. Schreibt's mal rein, würde mich ja auch mal interessieren. So. Weizen haben wir leer. Nehmen wir doch die Gerste mit. Und schauen direkt mal, wo sie hin muss. Das meiste Geld gibt's beim Biogas, ja. Sehr schön, das ist doch passend, weil dann können wir uns gleich mal die BGA anschauen, in die ich einsteigen soll. Ja, optimal. Super. Auf geht die wilde Fahrt. Ich habe ja auch noch einen gewissen Kreditrahmen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch der ist. Könnte ich jetzt auch mal direkt schauen. Oh ja, ich kann noch 125.000 aufnehmen. Gut, das bringt mich jetzt auch nicht zum Häcksler oder so, aber ich denke, für einen Pöttinger Max reicht es für den Anfang. Und vielleicht für einen, entweder ein kleiner Multi, hier so ein Kompaktlader oder ein Teleskoplader. Mal schauen. Weil mit einem ganz normalen Frontlader, mit einer Frontladerschaufel kannst du vergessen, da mach ich mich ja tot. Der Pöttinger Max ist gar nicht so das Problem mit dieser kleinen Arbeitsbreite. Aber, uiuiui, mit dem Schaufeln, das stelle ich mir dann doch etwas schwierig vor. Ich kann natürlich auch mit Förderbändern arbeiten. Da ist nur die Frage, doch, das geht eigentlich. Brauche ich aber auch wieder zwei Stück. Mal schauen, wenn es soweit ist. Erstmal verkaufen wir jetzt alles, was wir haben. Inventur. Aber wir haben keine Lust zu zählen, deswegen verkaufen wir alles. Ich fahre Trecker. Oh yeah. Vorbei an meinem Wald.
Den mache ich auch bei kalt, denn das gibt Geld. Das ist ein echt cooler Traktor. Egal ob Case oder International. Also 1455er ist schon was Schönes. Ja. So, da sind wir doch auch schon. Da ist doch die BGA. Ich kippe erstmal ab. Erstmal kassieren wir die Kohle. Nicht, dass der Preis sinkt. Joa, 3.394 kassiert. Das ist schön. Nicht blinken, plane zu. So. Dann schauen wir uns doch mal die BGA an. Na, wo ist denn hier jetzt Abkipp-Silo und so? Ach, hier war das Silo. Ja, also hier ist der Silo-King. Wir haben bloß ein Fahrsilo, merke ich gerade. Naja. Wird spaßig, aber ich glaube, auf der Karte sind ja noch welche. Bei den Schafen ist noch eins. Werde ich sehen. Machen wir weiter. Also ich fahre gerne in der Innenansicht. Ich weiß nicht, wie geht's euch denn so? Fahrt ihr eher in der Innenansicht oder eher in der Außenansicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich werde gleich mal schauen, mir kam gerade die Idee, ich könnte ja noch eine Mission machen und mir so Geld verdienen. Gibt es da ein schönes kleines Feld, was wir dann realistisch schaffen? Die 18, mal schauen, was auf der 18 gleich so abgeht. Da komme ich ja gleich vorbei, perfekt. Vielleicht können wir da noch eine Mission abstauben und ein bisschen Geld verdienen. Das ist natürlich auch schon Maestro. So. Düngen nur. Ja, dann machen wir doch die Mission schnell mal. Für 2687 nur mal düngen. Das ist doch gut. Spritzen besser gesagt, ne? Das ist ja kein Düngen. Tja, das Schlimme ist nur bei diesen Missionen, wenn man jetzt die Fruchtzerstörungsmod anhat, so wie ich. Dann mache ich natürlich sein Feld kaputt beim Düngen. Aber das ist jetzt nicht mein Problem. Ich will nur das Geld. Sehr schön, hier so ein kleiner Steier. Schön. Aber Spritzen sind persönlich nichts für mich. Also da ist ja im Spiel, ist es ja quasi egal, es ist ja dann nur so eine Frage der Ästhetik und Realität, bla bla, wie auch immer. Aber ich weiß nicht. Ist nicht meins. Was ist denn hier passiert? Aber das muss ich ja komplett durchspritzen, ne? Würde ich mal sagen.
Oh ja, so sieht man aber echt viel dann. Ne, da ist dann die Außenansicht auf jeden Fall besser. Guck mal, wie viel ich ausgelassen habe. Oh Gott. Das wird nichts. Haha. Ja, wieso spritzt man eigentlich ein Feld, was schon gewachsen ist? Also ich finde das auch richtig, richtig gut, dass Giants die Idee hatte, endlich mal so eine Mission hier einzufügen. Das ist der Hammer. Also so hast du im Singleplayer einfach die Möglichkeit, ja, ein schönes Spielerlebnis zu haben, dein Geld zu verdienen. So lohnunternehmermäßig zu spielen. Und das ist einfach schön. Ja. Na, ich bin ja mal gespannt, ob ich die Mission auch schaffe. Aber es sieht ganz gut aus. Also oben vom Balken her drehe ich mal hier eine Runde. Ja, guck mal. Haben wir doch gleich. Her mit dem Geld. La, 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 la. Und gib mir noch einen Zeitbonus, bitte. Dankeschön. Lohn 2687, Zeitbonus 850 Euro. Dankeschön, das ist aber gut. Ja, damit kann ich was anfangen. Oh, ja, ist aber auch richtig so. Gleich das Tor zugemacht. Sehr schön. So, fahren wir zum Hof. Würde ich sagen, verkaufen wir auch nochmal was. Und dann haben wir doch richtig, richtig Geld gemacht jetzt hier die Folge. Money, 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 money. Hey. Mal schauen, was ich jetzt verkaufe. Ah, das läuft. Raps. Der Raps bringt ja auch ein bisschen was. Wo soll ich den denn abgeben? Raps bringt am meisten auch bei Biogas. Gut, fahren wir nochmal zu Biogas. Perfekt.
Ich genieße die Fahrt, wie ihr merkt. Ich glaube, ich habe es auch schon in der ersten Folge gesagt. Das ist echt ein schönes Gegenstück, so ein Let's Play zu den Livestreams. Weil man hier sich auch echt mal darauf konzentrieren kann, einfach zu spielen, zu fahren. Ja, manchmal vergesse ich teilweise zu reden. Das tut mir leid, wenn es dann ab und zu mal still ist. Aber ich genieße es wirklich, also. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, dass es euch auch genauso viel Spaß macht, zuzuschauen. Ich bin der Rapskönig, ich bring den Raps weg. Hey, 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 hey. Ja, ab und zu singe ich mal so. Aber das kennt ihr auch schon von mir. Bin so ein Typ. Aber es ist cool. Ohne geht gar nicht. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt hier. 6000 Raps. Oh. Ich glaube, das wird der größte Verdienst heute. 6915. 36.000 Euro habe ich jetzt. Ja, sehr schön. Das ist schon was. Da kann man was mit anfangen. Ich würde sagen, dann fahre ich noch zurück zum Hof. Dann schauen wir uns nochmal den Feldstatus an, ob denn die Felder vielleicht jetzt schon so langsam erntereif sind. Und dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Wir sind schon bei 17 Minuten etwa. Ich will es ja nicht übertreiben. Das ist kein Livestream. Schön hier die Vögel in meinem Wald. Traumhaft. So lässt sich's leben. Ja, jetzt ist auch schon wieder Mittagszeit hier, ne? Ich hoffe, die Frau hat was gekocht. Ich hab Hunger. So. Perfekt. So, dann schauen wir, wie gesagt, nochmal nach den Wachstumsstufen hier. Ah, sie sind schon erntereif. Erste Stufe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, in der nächsten Folge können wir wahrscheinlich dann schon anfangen zu ernten. Wenn nicht, machen wir noch eine kleine Mission davor.
Aber für diese Folge haben wir schon eine ganze Menge geschafft. Wir haben auf jeden Fall ein paar Einnahmen gemacht. Wir sind jetzt bei 36.000 Euro. Es läuft sehr gut. Ich habe endlich meinen MB-Truck drin, den ich vermisst habe. Kaufen kann ich ihn mir noch lange nicht. Aber er ist da. Und ich werde in die BGA einsteigen. Und wie gesagt, ihr könnt auch noch weitere Vorschläge machen, weil bis ich jetzt voll in die BGA eingestiegen bin, wird ja auch noch ein bisschen Zeit vergehen. Und ja, schlagt einfach mal vor, was soll ich machen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert unseren Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Euer Aro. Tschüss. Chaotix Gaming. Normal kann jeder.